E-Bikes und Fahrräder werden bei jedem Wetter zum alltäglichen Begleiter. Nicht mehr nur, wie es noch vor einigen wenigen Monaten, vielleicht Jahren war, nur Schönwetterbegleiter in Österreich, sondern wir bewegen uns dorthin, wo die Holländer schon immer sind. Das heißt, fahren auch bei schlechtem Wetter, fahren auch bei Nebel, fahren auch bei Regen oder vielleicht sogar im Winter. Was braucht es dafür? Natürlich ordentliche Kotschützer. Und vorne und hinten, damit man da spritzgeschützt ist. Hier sehen Sie schon das Makina Cross Modell. Das ist das Modell KTM Makina E-Punkt Cross mit einem Riesenakku, mit dem stärksten Bergmotor, mit den 85 Newtonmeter. Und hier gibt es natürlich feine kleine Kotschützer. Schauen so aus, kosten rund 25 Euro. Kann man wunderbar montieren und zeige es dann natürlich noch in der Großaufnahme her. Und wenn man wirklich sportlich unterwegs ist, kann man die mit einem Handgriff eigentlich runternehmen und kann man es zu Hause lassen. Es verbleibt nur ein kleiner Blechbügel quasi am Rad. Eine tolle Geschichte. Und reicht völlig aus. Sie sehen schon vorne, sehr, sehr kurz gehalten, nur nach hinten. Aber gibt es natürlich auch für Mountainbikes. Für Mountainbike braucht man ein bisschen die breitere Geschichte. Mountainbike-Reifen sind ja breiter. Das heißt, dadurch, auch diese sind jeweils zum Runternehmen. Kann man immer schön runternehmen. Hier habe ich ein zweites, das ist das Makina Lykan. Lykan Folgefeder 271. Und hier kann ich die Kotschützer wunderbar runternehmen. Und bin dann auch ohne Kotschützer unterwegs, wenn das gewünscht ist. Und hinten dasselbe. Hinten haben wir da in diesem Fall keinen Kotschützer oben, weil wir eben den Gepäckträger haben. Aber dasselbe gibt es eben für hinten auch. Und schauen wir sich dann noch gemeinsam in der Großaufnahme an. Kann man montieren, die Halterung bleibt dann immer drauf. Für hinten schaut der Kotschützer so aus und ist mit eigentlich einem Handgriff sofort runterzunehmen. Mit einer Spange hier befestigt. Schaut so aus. Und kann man immer runternehmen, wunderbar, kann man auch schön flexibel verstellen und man ist immer sicher unterwegs. Und auch bei Regenfall oder bei einer nassen Fahrbahn spritzt es nicht auf schöne Gewand und spritzt es nicht bis ins Knack hinauf. Schauen wir uns noch die Großaufnahme an. Hier gleich die Großaufnahme vom E-Bike Fully KTM Makina Lykan mit dem Gepäckträger hinten und dem Kotschutz vorne. Kotschutz, ja, viele meinen natürlich, dass es nicht schöner macht, das Rad. Das kann schon sein. Ein Helm hat auch selten schöner gemacht. Aber wenn man dadurch nicht schmutzig ist, dadurch das Rad besser nutzen kann, macht das schon Sinn. Und hier das Modell, das E-Punkt Cross, das Cross-Modell mit den schmalen Kotschützer. Sie sehen schon, die sind nicht wesentlich breiter oder sogar gleich breit wie der Reifen. Sie noch einfach runterzugeben. Hier mit dieser Befestigung kann man es leicht runterziehen, wenn man sagt, jetzt will ich heute Gelände fahren und sie stören mich. Und vorne relativ kurz gehalten, relativ kurz, relativ kompakt. Können wir ja gerne dazu montieren bei Ihrem neuen E-Bike. Und Sie sind schon auch mit schönem Gewand. Und bei schlechtem Wetter haben Sie die Möglichkeit, hier unterwegs zu sein und können das Rad einfach besser nutzen. Und ich glaube, das sollte der Anspruch sein. Florian Woracek hier aus der St. Pöltener Innenstadt. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Ich habe wieder ein bisschen Ihnen Einblicke liefern können oder vielleicht Ihnen helfen können, dass Sie sagen, okay, jetzt fahre ich vielleicht 2 Tage in der Woche mit dem Rad oder 3 Tage oder 4 Tage oder 5 Tage oder nur wenn ich ins Büro muss, fahre ich mit dem Rad, vielleicht machen Sie Homeoffice und müssen 2-3 Mal in der Woche ins Büro, dann nehmen Sie das Rad. Gibt auch attraktive Leasingmodelle mittlerweile, fragen Sie Ihren Arbeitgeber, vielleicht unterstützt er Sie da auch finanziell. Und das war das Video mit den Gepäckträger, mit den Kotschützen. Wir haben auch Video mit Gepäckträger, mit Licht nachrüsten und viele andere Videos im Netz. Klicken Sie sich einfach durch. Ich empfehle Ihnen, sich den Kanal zu abonnieren. Da bekommen Sie immer die neuen Videos, die neuesten Videos, drehfrisch in Ihr Endgerät. Und was ich Ihnen noch empfehlen kann, unser E-Book kostenlos runterzuladen auf der Homepage, die 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf. Gibt es auch käuflich zu erwerben auf Amazon, entweder als gedruckte Variante mit Kindle-Reader oder als gedrucktes Taschenbuch. Wenn Sie einen Partner in Ihre Hand wollen, der Sie unterstützt, der Ihnen hilft durch den Entscheidungsprozess, dann machen Sie sich gerne mit uns einen Termin aus unter redplates.at/i-bike-termin. Sie haben die Möglichkeit, persönlich auszuwählen, telefonisch oder Videoberatung. Bitte in jedem Fall einen Termin ausmachen, nicht einfach anrufen.
Das Fahrradgeschäft ist sehr gefragt momentan und informieren Sie sich gerne vorher vor auf unseren Hose-Runter-Shop redplates.at/hose-runter-shop. Finden Sie auch unter redplates E-Bike kaufen, da sehen Sie alle Räder, die derzeit verfügbar sind. Räder bestellen können wir keine mehr, wir können nur dann vorordern für die nächste Saison, wenn Sie so viel Zeit und Geduld mitbringen. Aktuell am besten schauen Sie sich, was es gibt, der Markt ist überaus verkauft und gehen Sie ein bisschen flexibel an die Sache ran. Daumen nach oben ist natürlich Ihr Lohn an uns. Daumen nach oben heißt nicht, dass Sie immer unserer Meinung sind, sondern einfach vielleicht, dass Sie das gut finden, dass wir hier Videos zur Verfügung stellen und hier Ihnen Einblick geben in unsere doch 25-jährige Erfahrung. Bei mir hinten schrauft immer unser Mechaniker, ebenfalls genauso lange und die Erfahrungen, der lassen wir Sie gerne teilhaben. Uns ist wichtig, dass die Radler dann im Endeffekt zufrieden mit ihrem Bike sind, Spaß haben damit und das Fahrrad vollumfänglich nutzen können. Mein Name Florian Woracek aus der St. Pöltener Innenstadt, die Firma Redplates.